Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team in Liga 2. Und ja, nachdem wir beim letzten Mal ein Spiel hatten, das wir einfach nicht ernst nehmen können, es laggt und der Gegner laggt und der Gegner ist halt ein laggender Trickser. Bei laggenden Trickser weiß man eigentlich immer, okay, wenn der tricks und dribbelt, obwohl es so krass laggt und das halt gut macht, dann muss es bei ihm immer laggen und deswegen hat er einfach einen Vorteil. Naja, lohnt sich nicht drüber aufzuregen. War halt einfach ein verschenktes Spiel. Ich hoffe, dass wir in der Saison nicht mehr so oft auf Lecker treffen. Das wäre ganz geil. Und wie ich sehe, sind fast alle Spieler fit in der Bundesliga. Das ist ja geil. Dann können wir ja eigentlich direkt nochmal zwei Spiele Bundesliga spielen. Die einzigen, die nicht fit sind, ist Traxler und Lahm. Aber das ist mir egal. Also das ist jetzt nicht so viel. Dann würde ich sagen, um wieder ein gutes Gefühl zu haben, Kruse macht die Dinger, Kruse hat Bock, Kruse schießt Tore und dementsprechend machen wir jetzt erstmal ein Bundesligaspiel und je nachdem wie die Fitness aussieht, vielleicht auch dann in der nächsten Aufnahme nochmal eins mit der Bundesliga. Mir ist der Gegner echt scheißegal und wenn es halt ein Trickser ist und ein Dribbler, okay, komm, gebt ihn mir, aber bitte keiner, der leckt. Will einfach keine lecken den Gegner mehr und es ist echt auffällig, dass einfach in den höheren Ligen, also wenn man halt eine bessere Punktebewertung hat und dann dementsprechend auch gegen bessere Spieler spielt, ist einfach so auffällig wie, oh, ein fast reines Deutschland-Team, außer, ach nee, doch nee, es ist alles Bundesliga, aber ich sehe gerade, es sind drei Spieler, die nicht deutsch sind. Aber er hat zum Beispiel einen Schweinsteiger drin, sehe ich gerade, interessant. Und ja, in den höheren Ligen scheint es öfters lecker zu geben, was einfach daran liegt, dass wenn es bei denen immer leckt, haben die einen riesen Vorteil gegenüber den Spielern, bei denen es halt nicht leckt. Und deswegen werden die einfach im Durchschnitt mehr Spiele gewinnen, selbst wenn die vielleicht nicht so gut sind wie ihr Gegner, weil der Vorteil einfach so riesig ist. So, hoffen wir mal, dass es nicht leckt. Sieht gut aus. Ach, merkwürdige Ballannahme von Bellarabi, da bleiben wir hängen. Çalhanoğlu schafft es dann auch nicht, den Ball nochmal richtig mitzunehmen. Schade, knapp. Okay, er scheint auch gerne zu dribbeln und zu tricksen, sogar mit Hummels, aber es waren bisher eher so Tricks und Dribblings abseits des Gegners, wo halt nichts passieren kann. Da gibt es auch Leute, die das ganz gerne mal machen. Aber es soll mir ganz recht sein, weil das bedeutet dann meistens, dass er es nicht gut kann. Weil Leute, die gut tricksen und dribbeln können, die machen ihre Tricks und Dribblings halt nicht, wenn der Gegner nicht da ist. Spielt auf jeden Fall ziemlich schnell, ziemlich viel One-Touch, gealber. Oh, habe ich ein Glück. Da ist Piszczek eigentlich besser positioniert als Lewandowski, aber Lewandowski setzt sich halt irgendwie durch. Ich meine, Piszczek ist ja logischerweise auch nicht... Hä, was war das denn von Kruse? Lewandowski ist halt logischerweise... Piszczek ist logischerweise auch nicht so groß wie Lewandowski. So, hoffen wir mal, dass das nicht wieder passiert. Na also. Oh, schlecht von mir. Ich habe halt nicht gedacht, dass er jetzt nach außen spekuliert, sondern habe gedacht, dass er nach innen spekuliert, sondern habe gedacht, dass er auf die Außenbahn spekuliert. Ja, okay, der Gegner spielt, glaube ich, ziemlich gut. Hat zu lange gedauert mit dem Passen. Oh nein, habt ihr das gesehen? Wie er einfach nur... Thomann. Wie er einfach nur vorbeigerannt ist am Gegner. Das ist halt nervig. Ich verstehe nicht, warum die da nicht wenigstens den Ball mitnehmen. Was? Oh, habe ich ein Glück. Ich wollte natürlich einfach Seitenwechsel machen. Flanke auf. Was ist denn hier gerade los in dem Spiel? Ich gehe mal auf Vordruck. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Läuft ja richtig scheiße. Oh, was ist denn los mit den Flanken? Die klappen ja überhaupt nicht. Das ist wieder so ein Spieler, der sich einfach immer so perfekt hinstellt. Der absolute Wahnsinn. Ja, langsam müsste man ein Tor schießen, ne? Wäre doch verdient. Aber ist halt schon wieder ein Trickser und Tripler. Das ist schon wieder ärgerlich. Aber es leckt übrigens auch leicht, aber nicht so sehr wie beim letzten Mal.
Oh, das ist halt echt belastend. Ja komm, solche Dinger, also die dürfen auch bei ihm nicht klappen. Was macht er denn? Was macht er denn? Er zieht immer mal wahnsinnig auf bei den Abschlüssen und schießt die dann drüber. Ich hätte jetzt auch gerne mal einen Abschluss oder wenigstens ein, vielleicht mal so über die über die Mittellinie kommen und so. Sehr schön. Oh, da ist leider gar niemand. Oh, jetzt ist noch dazwischen, schade. Komm, ich will auch mal Glück haben. Oh, natürlich nicht. Ich verstehe nicht, warum ich jedes Mal wieder den anspiele, obwohl er genau in meinem Passweg steht. Das gibt's doch noch nicht. Sehr schön. Nicht so schön. Aber immerhin verliert nicht direkt den Ball, also es läuft ein Tick besser. Ich denke, gegen ihn sind auch wieder schnelle Pässe das Mittel der Wahl. Sehr geil. Und Çalhanoğlu. Ah, ein bisschen zu weit. Ich meine, dass Kruse Kopfbälle kann, wissen wir jetzt mittlerweile. Von 7 Tore sind 3 über Kopfbälle entstanden. Ich frage mich gerade, warum er Korb eigentlich hat. In vom Korb als Verteidiger. Also als Rechtsverteidiger. Abseits. Eigentlich sollte auch der erste Pass schon auf Bellarabi, aber da ich vorher gefoult wurde, meiner Meinung nach, hat es nicht geklappt. Wir haben jetzt zwar keinen krassen Abschluss bisher gehabt, aber immerhin. Ah, oh, das war blöd von mir. Ich habe aber gedacht, da ist kein Spieler mehr von ihm, also kein Verteidiger. Ich dachte, das wäre der einzige da oben. Was für ein Idiotenpass. Also wir schaffen es zumindest besser zu verteidigen. Unsere Angriffe sind jetzt immer noch nicht wirklich mega geil, aber... Hat auch Hummels, fällt mir gerade auf. Besser als nichts. Stehen 2 Spieler von mir, ne? Aber ich schaff's halt nicht, dass wenigstens einer mal den Ball mitnimmt, war auch abseits. Aber gut, ich bin erstmal ganz zufrieden. Ich meine, klar, ne? Null mal geschossen, richtig beschissen, brauchen wir nicht drüber reden, aber wir wissen, die zweite Hälfte kann anders sein als die erste Hälfte. Und wir sind erstmal in der Abwehr stabiler geworden. Da kann ich mir aber 10 Sekunden aufs Tor schießen, das ist schon mal deutlich besser. Nach vorne läuft immer noch relativ wenig. Und so nämlich frage ich mich halt immer, ist der Gegner einfach so viel besser, also steht er einfach so viel besser als ich, oder ist es einfach wieder gerade nur Glück, weil es gibt ja auch Spiele, da ist es genau umgedreht, da stehen quasi meine Spieler viel besser. Hier haben wir natürlich Glück, dass es nur an die Latte ging, aber ich konnte nicht anders verteidigen. Wenn ich Götze angreife, dribbelt er halt vorbei und ist durch, dann riskiere ich halt lieber einen Distanzschuss, ehrlich gesagt. Riskiere ich halt lieber einen Distanzschuss als... Oh ja, Draxler, er sollte Draxler anspielen, aber er wurde halt vorher gegrätscht und gefoult, und da die Engine hier meistens nicht drauf reagiert, sobald Spieler gefoult werden, die nicht den Ball haben, gab es keinen Foul und ich habe dann den falschen Spieler angespielt. Richtig geil.
Sowas darf nicht funktionieren. Hallo, der Ronaldo, der ist viel größer und körperlich stärker. Wenn jetzt ein Tor kassiert, ist es meiner Meinung nach wieder ein Lackertor. Weil die Ecke darf gar nicht passieren. Die Verlehnung ist sehr schön. Gut gemacht von Rodriguez. Oh, schlechter Pass von Kruse. Dabei kann er eigentlich ganz gut passen. Ja, so bedrängt von Bellarabi. Der Pass war natürlich schwer. Ich würde halt trotzdem gerne mal wenigstens eine Torschance generieren, dass ich vielleicht mal mit einem Lackertor hier ein 1-0 mache. Ja, das war ein Foul. Oh, selbst das Ding kommt gefährlich. Oh, Thormann, was für ein Idiot, der Thormann. Oh, er muss doch nur hinlaufen und den Ball aufnehmen. Dann gäbe es ja auch keinen Einwurf. Oh nein, der Schiri wurde angeschossen und deswegen bekommt Schweini den Ball. Das kann nicht sein. Immerhin Torschance generiert, zweimal geschossen und ja, Leno hat einmal, Leno, sag ich schon. Nee, doch, war Leno, oder? War Leno? Und Leno hat einmal gut gehalten. Mein Leno hat natürlich mehrmals gut gehalten, deswegen beschwere ich mich natürlich nicht, dass Leno diese... Nein, nicht auf ihn. Ah, doch, auf ihn. Fuck. Sind wir mal ganz schön krass am Konter, ne? Was, abseits? Okay. Also mit dem Unentschieden bin ich ja mehr als zufrieden. Der Gegner hat in der ersten Hälfte nämlich so hart dominiert, dass es schon locker hätte 3-0 verdienterweise für ihn stehen können. Ball hatte ich meiner Meinung nach schon wieder, aber gut, nicht. Oh, das war doch kein Foul, Freunde. Bleibt im Ballbesitz, leider. Also er sollte am Schuss arbeiten, würde ich sagen, weil ich weiß nicht, ob der immer einfach nur komplett aufzieht, weil es, egal ob er ganz nah vom Tor steht oder halt einen Kilometer weg, er geht immer so meilenweit drüber, als wenn er halt komplett aufziehen würde. Sehr komisch. Da kommt bitte nicht, da kommt bitte nicht, da kommt bitte nicht, danke. So, sind wir wieder ein Stück weiter vorne, das nenne ich mal Raumgewinn. Die stehen so scheiße. Ich habe halt keinen Bock hier auf so einen Risikoeinwurf. Ich dachte, da geht direkt wieder ins Aus. Sehr geiler Pass. Das wird aber wahrscheinlich schwer. Das dachte ich mir schon, dass es nichts wird. Hier hat er natürlich wieder Glück. Hier hat er natürlich wieder Glück. Hier hat er natürlich wieder Glück.
Oh, wenn Kruse den Ball mitnimmt. Fuck! Oh! Hier hat er natürlich wieder Glück! Ich meine, ich gebe alles, Jungs, ne? Es steht 0-0, ich kann immer noch gewinnen, ich weiß. Ich versuche ja auch mein Bestes. Oh, es ist echt schwer, es ist echt verdammt schwer. Oh nein! Was ist los? Komplett unbedrängt, der Rodriguez. Ich hab's euch gesagt, der Rodriguez macht immer mal wieder einen Fehler. Es geht mir so auf den Sack. Oh! Was für ein Vollidiot! So krass. So krass schlecht. Wenn ich jetzt hier noch... Oh, zum Glück. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt noch das Tor fresse, ist es sowas von Rodriguez seine Schuld. Oh mein Gott! So unendlich schlecht. Ich meine, da war ja überhaupt nichts schwer dran. Er musste einfach nur den Ball annehmen. Aber vielleicht macht Rodriguez jetzt wieder gut, weil er irgendwas... Ja, weil er so eine, wenn jetzt ein Tor entsteht durch diese Ecke, dann hat natürlich Rodriguez viel daran... Oh Moment, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Komm, jetzt einfach nur ein Lagertor. Komm, jetzt einfach nur ein Lagertor. Bitte, bitte, bitte. Und ja! Ja, da ist das Lagertor! Oh mein Gott, ich schäme mich so. Oh mein Gott! Wie ich mich schäme! Oh mein Gott! Wer war's denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist das Lagertor! Da ist das Lagertor so unverdient! Ich schäme mich so. Ist das immer Kruse? Das ist nicht wieder Kruse, oder? Es ist Kruse! Ach, das gibt's nicht! Wie ich mich schäme! Es tut mir so leid für den Gegner. Er hat echt verdient gehabt zu gewinnen. Und erst recht nicht verdient gehabt zu verlieren. Aber ich freue mich natürlich. Und ich weiß, dass ich das ausgleicht. Oh, er hat ja nicht mehr noch einen Angriff. Er hat noch nicht mal mehr einen Angriff bekommen. Und Rodriguez hat alles gut gemacht. Er holt die Ecke raus, er schlägt die Ecke. Und Kruse. Oh, was für ein... Ich würde sagen, das ist mit so das unverdienteste Spiel, was ich je gewonnen habe. Oh, das unverdienteste Spiel, was ich je gewonnen habe. Das gibt's gar nicht. Wie viele Schüsse hatte der Gegner in der ersten Hälfte? 10 oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ist das geil, Leno 9 Paraden. Sein Leno 3. Sorry, ey, das tut mir echt leid für den Freund, für den Gegner, aber... Geil! Wichtige 3 Punkte. Oh, ist das hart, ist das hart. Okay, 10 Schüsse kann er nicht gehabt haben in der ersten Hälfte, aber ich glaube in der zweiten sind nicht viel dazugekommen. Also, vielleicht waren es in der ersten Hälfte schon 7 oder 6 oder so, keine Ahnung. Ach du Gott! Liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr das genauso geil findet wie ich! Ja! Daumen nach oben, damit man euch loben, euer Paxis.